So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem neuen Video, einer neuen Kritik, nämlich zu Ride Along 2 Next Level Miami. Und was der Film so kann, das erfahrt ihr jetzt. Ben ist nun auch Polizist und arbeitet mit James zusammen. Zusammen wollen sie einen Drogenring auffliegen lassen. Allerdings klappt das in Atlanta nicht ganz so gut. Eine Spur führt sie dann nach Miami. Nebenbei will dann noch Ben Tika heiraten, die Schwester von James, und das gibt natürlich auch noch so ein bisschen Knatsch zwischen den beiden. Und ein paar Tage vorher geht es dann also für James und Ben nach Miami, um dort den Informanten zu befragen. Allerdings haben sie dann natürlich auch nicht die Rechnung mit den Drogenbossen aus Miami gemacht, und so kommen sie von einer bedrückenden Lage in die andere, und das ist erst jetzt so mal die Grundstory. Mehr will ich dazu gar nicht verraten. Ice Cube und Kevin Hart sind hier wieder ein super Duo, kann man nicht anders sagen, wobei Kevin Hart hier wesentlich besser schauspielert. Ice Cube hat eigentlich die ganze Zeit nur so einen nichtsaussagenden, grimmigen Gesichtsausdruck, und Kevin Hart spielt hier einfach so krass gut und auch so ein bisschen over the top, aber das passt hier einfach richtig gut. Und sonst der Rest vom Cast ist eher durchschnittlich und nicht wirklich überwältigend. Technisch bekommt man hier eine solide Komödie, nichts Besonderes, und deswegen bin ich jetzt auch schon bei meinem Fazit. Ride Along 2 Next Level Miami ist gleich auf dem gleichen Niveau wie der erste Teil. Also er ist nicht besser, er ist nicht schlechter, er ist auch nicht lustiger, und man muss sagen, Kevin Hart spielt hier wirklich richtig gut. Ice Cube ist so, naja, aber zusammen sind die halt echt lustig, und vor allem die Witze, die von Kevin Hart oder allgemein kommen, die sind eher zum Großteil gute Schmunzler. Da denkt man sich, ja, geil, aber so richtige große Lacher sind irgendwie nicht dabei, und das ist so ein bisschen schade, und dadurch kommt der Film auch nicht ganz so gut weg. Insgesamt muss man leider sagen, die Story ist auch nicht wirklich tiefgehend und gibt nicht viel her. Deswegen kann ich den Film für zu Hause zwar empfehlen, wenn der jetzt mal dann auf DVD oder Blu-ray kommt, aber fürs Kino, da braucht ihr euch den nicht anschauen, weil auch der, wie der erste Teil, nicht so wirklich gut und auch nicht so stark ist. Und ja, das war's mit dieser Kritik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, die Tage auch auf dem Kanal vorbeizuschauen. Neue Formate von mir auschecken: KJ Games Movie Collect und KJ Games Merch Collect. Und ja, in diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!